Das ist Kuragin, flüsterte Shinshin. Sein gemäßigt forscher Gang hätte lächerlich gewirkt, wenn er nicht ein so schmucker Kerl gewesen wäre und sein hübsches Gesicht nicht einen so harmlos zufriedenen, heiteren Ausdruck gezeigt hätte. Er trat auf seine Schwester zu, legte seine Hand auf die Brüstung ihrer Loge, nickte ihr grüßend zu und fragte sie etwas, indem er auf Natascha wies. Mais charmante, sagte er dann offenbar über Natascha, was diese nicht nur hörte, sondern auch von seinen Lippen ablas. Stopp! Dies waren einige Sätze aus Leo Tolstois Roman Krieg und Frieden und Bilder von Proben zu einer Szene des neuen sowjetischen Monumentalfilms Wojna i Mir. Troika, Winter, Birkenwälder. Mit einer Schlittenfahrt nach Moskau bis zum Palast der Rostows, heute Haus des Schriftstellerverbandes, beginnt der zweite, bereits fertige Teil des Filmes. In den Mosfilm-Studios in Moskau waren wir Zuschauer bei den Dreharbeiten zum dritten und vierten Teil. Auf den ersten Blick sieht es aus und geht es zu, wie in allen Ateliers der Welt, wenn ein historischer Monsterfilm, ein sogenannter Kostümschinken, gedreht wird. Es riecht nach Schminke und Farbe, Leim und Pappe. Es ist heiß und langweilig. Mit Warten darauf, dass irgendwo irgendetwas, vielleicht nur ein winziges Detail, endlich so ist, wie es sein soll, damit vergeht die meiste Zeit, die scheinbar unbegrenzt zur Verfügung steht. Das ist vielleicht bereits eine Besonderheit hier, ein Unterschied zu den Produktionsmethoden bei uns. Unendliche Geduld, peinlichste Sorgfalt, nie Hast oder Nervosität, obwohl die Produktion um Monate hinter ihrer Planung zurückliegt. Seit mehr als 4 Jahren dauern bereits die Dreharbeiten an dem 8-stündigen Superfilm in Farbe. Aber Glanz und Kostüm einer alten Zeit scheinen den Reiz des Neuen, jedenfalls für die Komparsen, noch nicht verloren zu haben. Der Regisseur Sergei Bondarchuk. Man nannte ihn uns scheu, schweigsam und zugänglich. Wir sahen ihm einige Wochen lang bei der Arbeit zu. Er begegnet der gewaltigen Strapaze und allen unvorhergesehenen Schwierigkeiten dieses Unternehmens mit Bedachtsamkeit, stetiger Energie und gelassenem Ernst, mit dem er so die Atmosphäre in seinem Team beherrscht. In einer Drehpause fand er Zeit, uns einige Fragen über seinen Film zu beantworten. Apparat, na ja. Prinzip Ekranisation Wojny i Mira заключался в том, чтобы Das Prinzip unserer Verfilmung von Krieg und Frieden besteht darin, in größtem Umfang und mit größter Genauigkeit das auszusagen, was der große Künstler Tolstoi aussagen wollte. Tolstoi benutzte die ganze Fülle der künstlerischen Mittel, die zu seiner Zeit in der ganzen Welt zur Verfügung standen, um dank seines Genies den vielfältigen Inhalt, den er in seinem Roman vereinigte, zu bewältigen. Tolstois Roman, den er selbst homerisch nannte, ohne falsche Bescheidenheit, das ist wie die Ilias. Ist eine solche Zusammenballung nicht nur von Stoff, sondern auch der unterschiedlichsten literarischen Formen, sodass die Vorstellung erschrecken kann, all das müsse genau der Vorlage entsprechend in Film umgesetzt werden. Der Roman entrollt ein anschaulich monumentales Gemälde der Epoche von 1805 bis 1812. Er enthält eine Unmenge von Figuren, deren Charakter und Schicksal ausführlich geschildert werden. Seine episch offene Form bietet sowohl philosophische Geschichtsbetrachtung wie präzise Genremalerei.
minutiöse Schlachtbeschreibung neben lyrischer Liebesidylle. Mit einem unvergleichlichen Aufgebot an Statisten, Ausstattung, Technik und Fachkräften will der Film Tolstois Genie gerecht werden. Es ist unmöglich, die Idee des Romans Krieg und Frieden nur durch einige Figuren oder nur durch einige wichtigere Szenen wiederzugeben. Es ist unmöglich, sie nur durch das Können des Regisseurs, des Kameramannes oder der Schauspieler zu bewältigen. Nur im Zusammenwirken aller Kräfte und aller künstlerischen Komponenten können die tiefen Gedanken des Autors zum Ausdruck gebracht werden. Unterwerfung unter die Autorität Tolstois. Darin sind sich alle Mitglieder des Teams des Filmkollektivs einig. Wassily Solochjew, der mit Bondarchuk das Drehbuch bearbeitete und eine Art Chefideologe des Films ist, äußerte dazu: Wir hielten jede filmische Freiheit für unerlaubt. Tolstoi und nur Tolstoi, nichts von uns aus. Solche Zurückhaltung trifft aber nicht zu auf die Kameraarbeit des erst 34-jährigen Petritzki. Aufnahmen aus der Hand, gehend oder rollschuhlaufend, und aus Hubschraubern und Düsenjägern. Jedes Mittel ist recht, wenn es dem Ausdruck der Gedanken Tolstois dient. Vor diesem Grafen hat es keinen echten Bauern in der Literatur gegeben, sagte Lenin. Und seitdem genießt Tolstoi in der Sowjetunion uneingeschränkte Verehrung. Hier das Tolstoi-Museum in einem früheren Adelspalais Moskaus. Die offizielle Kritik bewertet Tolstoi höher als Dostojewski. Sie nennt ihn, den realistischen Beobachter, einen Führer zur Freiheit und Klarheit des Geistes. Der Film kann nur versuchen, ihm nachzueifern. Tolstoi studierte sehr sorgfältig seine historischen Stoffe oder schrieb aus eigenem Erlebnis, etwa als Artillerieoffizier im Krimkrieg. Er zeichnete seine Figuren aus genauer Beobachtung oder nach historischen Vorbildern. Dies sein Großvater, der Graf Rostow des Romans. Und hier der des Films. Diese Porträtgenauigkeit erwartet das sowjetische Publikum, für das der Film in erster Linie gemacht wird. Jedes Schulkind kennt Tolstois Krieg und Frieden und kennt sein Leben und sein soziales Wirken. Heute wird Tolstoi nicht mehr wie in den Kampfjahren vor der Revolution als der geborene Aristokrat angegriffen, sondern im Vordergrund des Tolstoi-Kultes stehen die sozialen Lehren. Bei seinem Tode im Jahre 1910 strömten Menschen aller Schichten aus ganz Russland zusammen, nicht nur die Bauern seines Dorfes Jasnaja Poljana, in dem er sein soziales Programm mit Schulen und Krankenhäusern verwirklicht hatte. Jasnaja Poljana, 200 Kilometer südlich von Moskau, ist heute eine nationale Pilgerstätte. 136.000 Besucher waren im Jahre 1965 hier. Als wir dort waren, wurden die Innenräume gerade renoviert und das Museum neu eingerichtet. In diesem Park hielt Tolstoi seine regelmäßigen Morgenmeditationen. Und in diesen Alleen lässt er eine Figur seines Romans, den alten Fürsten Bolkonski, seinen Großvater mütterlicherseits lustwandeln. Der General en Chef Fürst Nikolai Andrejewitsch Bolkonski, in der Gesellschaft König von Preußen genannt, lebte seit der Zeit, da er unter der Regierung Pauls aus den Residenzen verwiesen worden war, auf seinem Gut Kahle Berge, ohne je fortzugehen. Diese kurze Filmszene ist bemerkenswert. Das Orchester aus Leibeigenen in Rokoko-Livreen hatte Tolstoi selbst aus seinem Manuskript wieder gestrichen. Der Film konnte es aber als Dekor gut verwenden. Außerdem zeigt sie, wie ein Sprecher mit Tolstois erzählenden Texten durch den Film führt. So kann man auch Szenen wiedergeben, die nicht nur aus Handlung und Dialog bestehen. Die amerikanisch-italienische Verfilmung ließ solche Passagen weg oder erfand neue Dialoge. Berühmte Illustrationen, die Tolstoi selbst als treffend bezeichnet hat, benutzten die Russen als Vorlagen für die Inszenierung, für die Besetzung der Rollen oder die Gestaltung der Maske. Eine Hauptfigur des Romans, in der Tolstoi sich selbst wiedergibt, den Pierre Besuchow, spielt Regisseur Bondarchuk selbst.
Er begann als Schauspieler und erhielt den Lenin-Preis für seine erste Filmregie. Seine Frau, Irina Skopsova, trägt den Titel Verdiente Künstlerin des Volkes. Sie spielt die Helen Kuragin. Die Russen haben feste Vorstellungen von den handelnden Personen. Darauf muss der Film Rücksicht nehmen. Abweichungen zugunsten eines moderneren oder gar westlichen Geschmacks sind unzulässig. Der nationale Charakter des Romans muss gewahrt bleiben, ebenso der historische. Man dreht selbstverständlich an Originalschauplätzen, die nach zeitgenössischen Darstellungen in ihren alten Zustand versetzt werden. Die Geschichte ist überall gegenwärtig oder konserviert in Museen. Im Historischen Museum am Roten Platz in Moskau ist ein Saal allein den Ereignissen des Jahres 1812 gewidmet. Der Schlacht von Borodino, dem Brand von Moskau, dem Rückzug der Franzosen und der Vernichtung ihres alliierten Heeres. Beutewaffen, Uniformen, Trophäen, Dokumente, Schlachtdispositionen, Karten, Gemälde, Napoleons Schlitten, alles, was an historischem Material nur eben erreichbar war, wertet der Film aus. Man legte im Studio eine riesige Sammlung von Reproduktionen an, um jederzeit Vorlagen zur Verfügung zu haben. Übernahm geeignete Anregungen sogar ins Drehbuch. Hier Bilder aus einer deutschen Geschichte der Befreiungskriege. Jede historische Gestalt, etwa aus Napoleons zahlreichem Generalstab, hat man genau nach den zeitgenössischen Darstellungen besetzt, maskiert und kostümiert, selbst wenn sie nur für Momente auftrat. Malerische und militärische Reise von Willenberg in Preußen bis nach Moskau, heißt das Œuvre zweier französischer Kupferstecher. Napoleon hatte sie als Bildreporter zur Verherrlichung seiner Taten mit auf die Reise genommen. Der Film übernimmt aus den zeitgenössischen Darstellungen das Pathos und die Monumentalität. Gleichzeitig aber ist er drastisch, hautnah, realistisch. ...12.000 Mann sowjetisches Militär wurden in die Filmschlachten geworfen. Österreicher, Preußen, Sachsen, Polen, Württemberger, Mecklenburger, Spanier, Italiener und Napolitaner. Für alle, die Napoleon selbst in seinen Memoiren aufzählt, wurden eigene malerische Kriegstrachten geschneidert, zu Hunderten und mit allen Accessoires. Außerdem Parade- oder Ausgehuniformen für sämtliche Offiziersgrade aller möglichen zaristischen Traditionsregimenter, wie zum Beispiel für die Theaterszene im dritten Teil. Kein einziges Stück, Kostüm oder Requisit ist von anderen Filmen her im Fundus der Produktion vorhanden. Krieg und Frieden ist der erste sowjetische Film über die Epoche des beginnenden 19. Jahrhunderts. Und da der Film eine historische Entwicklung über etwa 8 Jahre schildert, musste man auch den Wandlungen in der zivilen und militärischen Mode folgen und für jedes Jahr neue Kostüme beschaffen, für jeden Statisten und für jede Nebenrolle. Hier einige Kostüme für Anatol Kuragin. Wassily Semjonowitsch Lanovoy ging aus der Laienspielschar eines Autowerkes hervor. Er gehört heute zur ersten Garnitur der Moskauer Theaterschauspieler und ist ein beliebter Film- und Fernsehstar. Seine Verwandlung in Anatol Kuragin scheint ein langwieriger Prozess. Während diese alten Komparsen nicht verkleidet, sondern scheinbar aus einer vergessenen Zeit wie aus einem verborgenen Winkel hervorgeholt wurden. Lebensart und Lebensgefühl nicht nur einer vergangenen Zeit wiederzuerwecken, sondern auch einer überlebten und überwundenen Gesellschaftsform, das ist wohl nur möglich durch peinlichste Sorgfalt im realistischen Detail, wie bei einer wissenschaftlichen Arbeit. Denn jede Modernisierung oder Anpassung an heutige Vorstellungen ist verpönt.
Das einzig Verbindliche liegt im Nationalen. Es handelt sich um die eigene Geschichte, die Heldentaten des russischen Volkes in der Darstellung ihres größten nationalen Dichters. So ist eine romantische Beschwörung der zaristischen Vergangenheit erlaubt. Und sie scheint allen Beteiligten Spaß zu machen. Selbst dann, wenn man die Gesellschaft darzustellen hat, die, wie der Drehbuchautor sagte, mit ihrer Einstellung dem Volk und dem wahren Leben feindlich gegenüberstand. Ihr ging nämlich Tand und Flitter über alles. Aber durchaus gute Köpfe, interessante Physiognomien wurden für diese Gesellschaft ausgesucht. Professoren und Beamte, unbeschäftigte Schauspieler und Studenten stellten sich zur Verfügung, um die zaristischen Appartenz zu mimen. Nicht die Menschen waren ja schlecht, sondern die Gesellschaft. Russen waren noch sie. Und mit der sprichwörtlichen Geduld des Russen und der Disziplin des Sowjetmenschen erfüllen sie ihre Aufgabe, die hauptsächlich im Stillsitzen und Warten besteht. Mehrere Tage dauerten die Arbeiten an dieser kurzen Szene. Der Zuschauer soll nicht nur die wichtige Begegnung zwischen Natascha und Anatol im Theater verfolgen können, sondern er soll die Illusion des Dabeiseins haben, soll ebenso erregt und verwirrt sein wie die Natascha, die zum ersten Mal eine Oper besucht. Nach dem langen Aufenthalt auf dem Lande und in der ernsten Stimmung, in der Natascha sich befand, kam ihr alles fremd und wunderlich vor. Sie vermochte dem Gang der Oper nicht zu folgen, vermochte nicht einmal auf die Musik zu hören. Sie sah nur die angemalten Pappwände und die wunderlich verkleideten Männer und Frauen, die in der grellen Beleuchtung so sonderbar sprachen, sangen und sich bewegten. Sie wusste, dass dies etwas vorstellen sollte. Aber es war alles so eingelernt, künstlich und unnatürlich, dass sie sich bald für die Schauspieler schämte, bald über sie lachen musste. Anatol ging in die erste Reihe, setzte sich neben Dolochow, um dessen Gunst alle anderen so warben, und stemmte das Bein gegen die Rampe. Im Studio der Filmarchitekten. Bauskizzen für ca. 37 verschiedene Kronleuchter. Entwürfe zur Umgestaltung von Landschaften und ganzen Stadtteilen. Im zweiten Akt waren Grabsteine auf die Pappwände gemalt. In der Leinwand hinten war ein Loch, das den Mond darstellte. Die Lampen an der Rampe hatte man mit Schirmen abgeblendet. Soldaten der sowjetischen Armee sind als Kulissenschieber eingesetzt. Eine Brigade sowjetischer Raumpflegerinnen legt letzte Hand an und bringt die Pappe auf Hochglanz. Das Mos-Filmstudio ist das größte unter den 41 sowjetischen Filmateliers und auch das größte von Europa. Hier werden jährlich mehr als 40 Filme produziert. Dauernd sind mehrere der 13 Atelierhallen mit Dekorationen für Krieg und Frieden besetzt. Während in den einen gebaut wird, probt oder dreht man in den anderen. Hier ein kleines Zwischenspiel für die Theaterszene.
Innerhalb des großen Filmkollektivs bilden die Filmarchitekten, Maler und Kostümbildner ein eigenes Kollektiv. Es besteht aus Lehrern der Moskauer Filmschule mit ihren Assistenten und Schülern. In die Tausende geht die Zahl der Gemälde, die im Laufe der Jahre angefertigt wurden. Nicht nur, um die Schauplätze anschaulich vorzuplanen, sondern vor allem, um Farbabstimmungen innerhalb der Dekorationen auszuprobieren. Im Sinne einer bewussten Farbdramaturgie, in die auch die Kostüme einbezogen werden. Einige Reproduktionen aus einer umfangreichen Sammlung von Frauenbildnissen der Zeit. Modelle nicht nur für Frisuren und Make-up, sondern auch für die Besetzung der Rollen. Um die richtige Natascha Rostova zu finden, hat Bondarchuk mit über 200 jungen Mädchen Probeaufnahmen gemacht. Anwärterinnen für die begehrte Rolle gab es im Überfluss. Natascha ist ein Idol der weiblichen Teenager in der Sowjetunion. Tolstoi schuf in ihr seine weibliche Idealgestalt, ein naives Naturgeschöpf inmitten der Konventionen der Gesellschaft. Sie entfaltet sich in Anmut und Schönheit wie eine Blume. Sie ist nur für sich selbst da und blüht ihrer Erfüllung als Braut und Mutter entgegen. Der Regisseur entschied sich für eine junge Leningrader Tänzerin Ludmila Saveljova, die abgesehen von einer kleinen Filmrolle vorher keine Schauspiel- oder Filmerfahrung hatte. Weitere Dreharbeiten im Atelier. Aufgebaut ist die Wohnung Dolochows. Die beiden Kumpane Anatol und Dolochow, aristokratische Abenteurer und Draufgänger, Playboys würde man sie heute nennen, kurz vor der geplanten Entführung Nataschas. In Dolochows eigenem Arbeitszimmer, dessen Wände bis an die Decke mit Perserteppichen, Bärenfellen und Waffen geschmückt waren, saß vor dem offenen Schreibtisch, auf dem ein Blatt Papier und Päckchen mit Banknoten lagen, Dolochow selber im kurzen Reiserock und hohen Stiefeln. Die Szene soll in einer Aufnahme durchgedreht werden. Und zwar soll sie nur eine Hälfte der Breitleinwand füllen, während auf der anderen Hälfte Natascha in ihrem Mädchenzimmer zu sehen sein wird, wie sie ihrer Cousine Sonja ihren leidenschaftlichen Entschluss, sich entführen zu lassen, offenbart. Bondarchuks Regie befremdet zunächst. Tolstoi würde vielleicht über diesen Inszenierungsstil sagen: angemalte Pappwände, wunderlich verkleidete Männer, die so sonderbar sprechen und sich bewegen, und es ist alles so eingelernt, künstlich und unnatürlich. Aber es ist nicht Bondarchuks persönlicher Stil, sondern er bemüht sich darum, einmal das Pathos der damaligen Zeit genau nach Tolstois Angaben und mit seinen Texten zu treffen. Zum anderen den von Tolstoi karikierten Überschwang des Dümmlings Anatol wiederzugeben. Die Schauspieler scheinen einigen inneren Widerstand und die Neigung zu modernerer Sprache und Gestik überwinden zu müssen. Der Darsteller des Dolochow, Oleg Nikolajewitsch Jefremow, ist der Begründer des sehr populären und modernen Moskauer Theaters der Zeitgenosse. Er hat selbst schon Filmregie geführt. Im Endergebnis gelingt es den Schauspielern mit Charme, eine Balance zwischen bauschigem Pathos und schlichter Natürlichkeit zu finden. Letzte Probe der ganzen Szene. Gib die ganze Geschichte auf, noch ist es Zeit. Du Narr, red doch keine Dummheiten. Weiß der Teufel, was mit dir los ist. Wirklich, ich meine es ernst. Die Sache ist gefährlich und genau betrachtet auch dumm. Du entführst sie, gut.
Wer знает. Aber dabei bleibt es nicht. Глупости. Unsinn, Dummheiten. Ich sage dir doch, keiner wird es erfahren. Also rede nicht. Ich sage dir, gib es auf. Du bindest dich bloß. Zum Teufel mit dir. Fühl hier, wie es hämmert. Ach, mein Lieber, sie ist eine Göttin. Aber wenn du pleite bist... Sergei Bondarchuk. Jetzt selbst in einer Szene des ersten Teils als Pierre Besuchow, zusammen mit Dolochow, dem Liebhaber seiner Frau. Herausforderung zum Duell. Wir geben die langwierigen Vorbereitungen zum Duell nur gekürzt wieder. Aber der Höhepunkt der Szene ist besonders geeignet, die Methode der Verfilmung zu zeigen. Lesen wir dazu Tolstoi. Pierre war bei dem Wort drei mit hastigen Schritten vorwärts geeilt, war von dem gebahnten Weg abgekommen und im tiefen Schnee weitergegangen. Er hielt die Pistole vor sich in der ausgestreckten rechten Hand und hatte offenbar Angst, dass er sich selber damit verletzen könnte. Da er einen so starken Knall nicht erwartet hatte, fuhr er bei dem Schusse zusammen, lächelte dann aber selber über seinen Schreck und blieb stehen. Pierre, der kaum ein Schluchzen unterdrücken konnte, lief auch Dolochow zu und wollte schon den Zwischenraum, der die Barrieren trennte, überschreiten, als Dolochow ihm zurief: An die Barriere! Da begriff Pierre, was er wollte, und blieb neben dem Säbel stehen. Dolochow ließ den Kopf in den Schnee sinken, nahm lechzend davon etwas in den Mund, hob den Kopf wieder hoch, richtete sich auf, zog die Beine ein und setzte sich, um dadurch für die Last seines Körpers einen festen Halt zu bekommen. Er sog an dem kalten Schnee und schluckte ihn hinunter. Seine Lippen zitterten, aber trotzdem lächelte er immer noch. Und seine Augen blitzten vor Anstrengung und Feindseligkeit, während er seine letzten Kräfte sammelte. Er hob seine Pistole auf und fing an zu zielen. Der Film scheint fast eine Probe darauf zu sein, ob Tolstois erdichtete Figuren realistisch gezeichnet sind und umgekehrt, ob das Spiel die Regieanweisungen der Dichtung erfüllen kann. Aller Ehrgeiz der Schauspieler und der Schauspielführung scheint darin zu liegen, diese gegenseitige Probe zu bestehen, mit dem Ergebnis einer perfekten Illusion. Der Film wird so gemacht, dass der Zuschauer sich als Teilnehmer der Ereignisse fühlt, dass er sich unmittelbar in die Lage der tolstoischen Helden, in die Atmosphäre, in der sie gelebt und agiert haben, einfühlt. Die Unmittelbarkeit der Einfühlung aber muss immer wieder aufgehoben werden, wenn der Film erzählend zur nächsten Szene übergeht, wie zu einem nächsten Kapitel des Buches. Dieser Wechsel in den Ausdrucksmitteln lässt den Film zwar uneinheitlich erscheinen, ist aber in den Augen der Russen die einzig mögliche, weil authentische Art, Tolstoi zu verfilmen. Dies waren einzelne Einstellungen aus der Ballszene, die Bondarchuk hier am Schneidetisch gerade mit seiner Chefköterin bearbeitet. Sie hat im letzten Jahr den Lenin-Preis erhalten, die höchste Auszeichnung und damit die höchste Gagenstufe, die ein sowjetischer Künstler erreichen kann. Inzwischen gibt es drei verschieden geschnittene Varianten der fertigen Teile. Die auf dem Moskauer Festival im Sommer 1965 gezeigte erste Version
war in aller Eile zusammengestellt worden, denn der Film sollte einen wesentlichen Teil des sowjetischen Programms bestreiten. Das trug ihm auch von sowjetischer Seite heftige Kritiken ein. Die amerikanische Zeitschrift Newsweek zum Beispiel meinte, die vorschnelle Aufführung des Filmes sei so unmöglich gewesen, als hätte die italienische Regierung Sophia Loren aus dem Bett gejagt und zur Schau gestellt, bevor sie Zeit hatte, sich die Zähne zu putzen und die Haare zu kämmen. Variante 2 ist die nunmehr gekämmte und geputzte Ausgabe des Films für das sowjetische Publikum. Bondarchuks Arbeitsleistung ist erstaunlich. Neben den Dreharbeiten als Regisseur und Darsteller einer Hauptrolle immer wieder die langwierige und diffizile Arbeit im Schneiderraum und einer Unmenge von Schwierigkeiten und Sorgen um sein Werk, mit dem er nun seit Jahren verbunden ist. Hier wird gerade die für das Ausland bestimmte dritte Version geschnitten. Die Teile 1 und 2 werden zu einem dreistündigen Film zusammengekürzt. Eine sicher nicht angenehme Arbeit. Szenen, die vor Jahren gedreht wurden, die man schon für fertig und abgeschlossen hielt, plötzlich hat man wieder nur Schnipsel in der Hand. Nachaufnahmen zur Schlacht von Austerlitz im Studio. Ein Schemel muss das Pferd ersetzen, da es nur um eine Großaufnahme geht. Eine Vergrößerung aus dem alten Filmnegativ hilft, nach Jahren wieder den gleichen Ausdruck zu treffen. Der 37-jährige Vjatcheslav Wassiljewitsch Tichonow spielt neben Bondarchuk die zweite männliche Hauptrolle, den Fürsten Andrei Bolkonski. Eine der interessantesten Figuren Tolstois. Eine männliche Idealgestalt und zugleich ein Antiheld. Skeptisch, glaubenslos, von scharfer Intelligenz und strengem Verantwortungsbewusstsein. Stolz, scheu und einsam. Я иду, потому что эта жизнь, которую я веду здесь, это жизнь не по мне. Тихонов bei der Synchronisation. Zum Bild auf der Leinwand spricht der Schauspieler im Studio nachträglich seinen Text. So erreicht man eine bessere Tonqualität. Auch dies ist noch eine Möglichkeit, spätere Änderungen oder Korrekturen vorzunehmen, wenn der Film auch vorher in jedem Wort genau festgelegt und in Skizzen für jede einzelne Aufnahme entworfen war. Sind Einstellungen vom Ende der Schlacht bei Austerlitz. Andres beinahe Heldentod. Der Komponist bei der Arbeit an der Musik zur Schlacht von Borodino. Der 29-jährige Vjatcheslav Ovčinnikov ist bekannt durch die Musik zum Film Iwans Kindheit von Tarkowski. Seine sehr eigenwillige und erfindungsreiche Musik, die viele klassische Motive der Zeit und russische Volksweisen verarbeitet, spielt eine wichtige Rolle in dem Film. Ganze Passagen stützen sich in ihrem Ablauf auf den Rhythmus seiner Komposition. Ähnlich wie die Bildgestaltung sich auf die zeichnerischen Vorschläge der Bühnenbildner stützt, die für jede Aufnahme verschiedene Varianten in Skizzen anbieten. Im Oktober 1805 besetzten die russischen Truppen unter dem oberkommandierenden Kutusow die Dörfer und Städte des Erzherzogtums Österreich und immer noch neue Regimenter kamen aus Russland herbei, um sich mit der Armee des General Mack zu vereinigen. Wahrscheinlich liegt er wieder in der
Нет, вовсе не брат. Глазастее тебя. Сапоги и подвертки. Вот и любовь, как немцы нам коляски подавали. Едешь, знай, важно. Там все как будто поляк был. Все русской короны. Die Worte passten genau zu den Mundbewegungen und die Darsteller der alten Grenadiere haben ihren richtigen Ton getroffen. Хорошо. Gut. Бондарчук ist zufrieden. Seit Sergei Eisenstein seine Filmszenen in eigenen Zeichnungen vorher ausprobierte, ist dieses Verfahren im sowjetischen Film Tradition geworden. Phase aus der Schlacht von Schöngrabern in Österreich. Der berühmte Gegenangriff des 6. Jägerregiments. Nach alten Exerzierreglements wurden die 12.000 Mann der sowjetischen Armee wochenlang gedrillt, bis sie die damals üblichen Formationen und Schrittarten vollkommen beherrschten. 120 Schritt in der Minute die Franzosen, 75 die Russen. Bei Außenaufnahmen im Kaukasus. Sowjetische Generäle helfen als Berater und lenken die Schlachten. Napoleon hat Zeit, die Pravda zu lesen. Er ist zum Statisten degradiert. Die Kanonen sind keine Attrappen. Sie wurden gebaut wie früher. Und Museen baten sie, ihnen nach den Aufnahmen zur Verfügung zu stellen. Sie seien besser als ihre eigenen historischen. Die Batterie des Hauptmanns Tuschin am Abend der Schlacht von Schöngrabern. Tolstoi, selbst Artillerieoffizier im Krimkrieg, hat diese Szene mit sehr viel Kenntnis und Ausführlichkeit dargestellt. Hier eine Aufnahme vom Beginn der Schlacht. Der winzige Hauptmann Tuschin mit seinem Pfeifchen, der kleine, aber echte Held, ohne Pathos und Pose, aber in rührender Tragikomik. Ein Vertreter des Volkes. Ganz im Zeichen völkischen Heldentums steht die Schlacht von Borodino, in der die Russen zum ersten Mal ein Unentschieden gegen Napoleon erzielten. Dies war der Anfang seines Untergangs. Borodino zählt zu den großen Ruhmestaten des russischen Volkes, vergleichbar mit Stalingrad. Dieses Panoramagemälde aus dem 19. Jahrhundert, das die Schlacht auf ihrem Höhepunkt rings um den Horizont herum zeigt, könnte den Film inspiriert haben. Das Gemälde wurde restauriert und erhielt ein neues Gebäude im Jahre 1962 zur 150-Jahr-Feier des Sieges über Napoleon.
Sie wurde mit Militärparaden festlich begangen, wobei Chruschtschow die Ereignisse des gefeierten Jahres als Warnung an alle potenziellen Aggressoren des heutigen Russland hinstellte. Tausende von Besuchern ziehen täglich durch den neuen Rundbau am Kutusowski-Prospekt, benannt nach Kutusow, dem Oberkommandierenden des russischen Heeres. Seine zaudernde Rückzugstaktik wird nicht mehr als Fatalismus gesehen, sondern als weise Unterordnung unter die Gesetze der Geschichte und des Volkes. So liegt der Film ideologisch richtig, in Übereinstimmung mit der Revision des Personenkults. Hinter dem Panorama steht ein bescheidenes Denkmal Kutusows, vor einer Nachbildung der Hütte, in der er im Kriegsrat die Preisgabe Moskaus durchsetzte. Napoleon war am Ziel seiner Reise. Er nahm das menschenleere Moskau in Besitz. Er residierte im Kreml, richtete seine Herrschaft auf, aber es gab niemand, über den er hätte herrschen können. Tolstoi schreibt: Beim Anblick dieser eigentümlichen Stadt mit den noch nie gesehenen Formen einer fremden Architektur empfand Napoleon etwas wie Neid und jene unruhige Neugier, die alle Menschen beim Anblick ihnen unbekannter, fremdartiger Lebensformen ergreift. Jeder Russe, der auf Moskau hinblickt, fühlt das Mütterliche, das in dieser Stadt liegt. Jeder Fremde, der die Stadt betrachtet, muss, wenn er auch ihre mütterliche Bedeutung nicht verstehen kann, doch auf jeden Fall den weiblichen Charakter dieser Stadt herausfühlen. Und diese Empfindung hatte auch Napoleon. Sich dieser Stadt bemächtigt zu haben, regte ihn auf und ängstigte ihn. Die Stadt hatte sich ihm geöffnet, aber nicht ergeben. Verächtlich hatte sie sich ihm überlassen und zermürbte und ruinierte ihn und sein ganzes Heer, das sich in der Stadt auflöste, verlotterte und verkam. Und selbst mit drakonischen Maßnahmen konnte Napoleon diese selbstzerstörerische Verwahrlosung der Stadt, in die sein Heer hineingezogen wurde, nicht aufhalten. Die Szene der Erschießung von vermeintlichen Brandstiftern. Sie wurde am Originalschauplatz an den Mauern des Jungfrauenklosters in Moskau gedreht. Pierre ist unter den Verurteilten, wird aber gerettet, da man es mit den 5 ersten Hinrichtungen genug sein lässt. Pierre war der 6. Plötzlich ertönten auf beiden Seiten Trommelwirbel und Pierre fühlte, wie dieser Klang seine Seele in Stücke riss. Er war nicht mehr imstande zu denken und zu überlegen, er konnte bloß noch hören und sehen. Er sah sich nach seinen Leidensgenossen um und betrachtete sie. Die beiden ersten in der Reihe waren Zuchthäusler mit geschorenen Köpfen, der eine groß und hager, der andere ein schwarzer, struppiger, muskulöser Mensch mit breit gedrückter Nase. Pierre hatte bloß noch den einen Wunsch, dass das Schreckliche, das geschehen musste, recht bald geschehen möchte. Ich bin ein Soldat vom Abscheronski-Regiment. Ich wäre fast am Fieber gestorben. Keine Ahnung hatten wir, keinen blassen Schimmer. Schelm, da bist du ja. Hier, essen Sie, Herr. Die Kartoffeln sind prima. Auch die Figur des Bauern wird im Film ganz in Übereinstimmung mit der herrschenden Ideologie gesehen, die sich aber durchaus auf Tolstoi berufen kann. Er soll nicht mehr so sehr die passive Schicksalsergebenheit des russischen Bauern verkörpern, sondern die Weisheit und innere Widerstandskraft des russischen Volkes, das, um mit Tolstoi zu sprechen, nicht wie die Franzosen im Jahr 1813 nach allen Regeln der Kunst salutiert und den Degen anmutig einem großmütigen Sieger übergeben hat, sondern im Augenblick der Prüfung mit Einfalt und Harmlosigkeit zum ersten besten Knüppel gegriffen und mit ihm so lange losgedroschen hat, bis sich das Gefühl der Erbitterung und Rache in seiner Seele in Verachtung und Mitleid aufgelöst hatte. Diese Zeichnungen stammen aus dem privaten Tagebuch eines russischen Offiziers. In ihrer naiven Einfalt ein interessantes Pendant zu den nach allen Regeln der Kunst ausgeführten Kupferstichen der Bildberichter Napoleons. Sie fanden malerische Motive selbst noch in ihrer Niederlage, die der berüchtigte russische Winter zu einem Desaster werden ließ,
Ähnlich erging es im letzten Krieg der deutschen Wehrmacht. Die Erinnerung an diesen zweiten großen vaterländischen Krieg der Russen drängt sich auf, angesichts des Filmes Krieg und Frieden und hier in Moskau, das die Deutschen auch gern mal erobern wollten. Aber die Parallele liegt nur darin, dass sich das russische Volk in beiden Fällen mit Erfolg gegen Eroberer zur Wehr setzte, die sich das Recht anmaßten, fremde Völker und Kulturen zu beherrschen, eine Anmaßung, die einem ungeheuerlich vorkommt, wenn man als friedlicher Besucher diese fremde Welt erlebt. Und in der Art dieser Anmaßung und der Reaktion der Betroffenen liegt auch der Unterschied zwischen den beiden Kriegen, den die Russen mit Recht gewahrt wissen wollen. Napoleon glaubte immerhin, er könne im Namen der Zivilisation den Despotismus des Zaren beseitigen, während Hitler auf Kosten der Russen Lebensraum für seine Herrenrasse erobern wollte. Der letzte Krieg lässt sich keineswegs in romantischer Verklärung sehen, nicht nur, weil die Erinnerung noch zu frisch ist. Ein Bahnhofsmodell für einen Film über den Hitlerkrieg. Und hier Requisiten des Krieg- und Frieden-Filmes. Gerümpel der Geschichte auf dem Filmgelände. Und wiederum Spuren der jüngsten Geschichte. In den repräsentativen Fassaden der Atelierhallen, die Stalin nach dem letzten Krieg erbauen ließ. Auch dies eine Art, einen Sieg zu feiern. Eine andere als früher freilich, wo Aristokraten unter sich einen der ihren hochleben ließen. Fürst Bagration, den Helden von Schöngrabern.